Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Irgendwo im Nirgendwo. Und nee, nicht wegen dem 100er. Aber check das Video von gestern ab. Da habe ich mir einen saftigen 100er gegönnt. Oder habe ich das? Check das Video ab, um es herauszufinden. Was geht da ab? Ich bin hier wegen Arenen. Zwei relativ abseits gelegene Arenen. Habe ich letztens gesehen, wo ich zum Escape Room gefahren bin. Dass die hier schon sehr lange gelb ist und noch Platz hat. Deswegen habe ich mich mal reingesetzt. Ich kenne sogar die Arena. Ich war auf meinem alten Arbeitsweg. Mit bisschen GPS-Drift konnte ich mich manchmal reinsetzen oder manchmal einen Kampf machen. Und letztes Jahr, genau um diese Zeit ungefähr, ein bisschen später, kurz vor Weihnachten, auf dem Weg zur Arbeit, Weihnachtsfeier, habe ich mich, oder auf dem Weg zurück, keine Ahnung, konnte ich mich auch reinsetzen und war bis Neujahr drinnen. Dementsprechend hoffe ich, dass ich dieses Jahr das wiederholen kann und lange in der Arena sitze, diesmal natürlich durchballern und durchfüttern, bis sie halt auf Gold ist. Allgemein jetzt momentan, die Arenen halten länger, die Leute sind nicht mehr motiviert, es ist halt nicht mehr so aktiv, was halt gut ist für mich. Auf jeden Fall hatten wir einen späten Start und mussten auch noch hier raus, was auch zeitintensiv ist. Dementsprechend wird heute wahrscheinlich nicht so viel passieren, außer es kommt wieder ein krasser Spawn rein. Wenn nichts Krasses passiert, dann werde ich heute über meine Arenen reden, weil viele wollten mal wieder ein Update, wie viele Gold-Arenen habe ich, wie viele will ich noch haben und sowas, wie viele brauche ich noch. All das wahrscheinlich heute im Video. Wir sind wieder zu Hause, es ist kein krasser Spawn reingekommen, aber ich habe ein krasses Pokémon gefangen. Blende ich hier nebenbei ein. Denke ich mal. Shiny Crypto Sichlor. Jetzt fehlt mir nur noch einer, und zwar Sierra und ihr Sneeble. Mauzi habe ich bereits und jetzt habe ich auch noch einen Sichlor. Nice. Also, heute das Thema Arenen. Wir schauen uns die Arenen an. Gleich auf der Karte. Weil hier bringt es nicht so viel, denn man kann leider nur 1000 Arenen sehen und die habe ich bereits. Und ich bin mir ziemlich sicher, es wurden bereits welche aus der Liste gedrängt, die ich auf Gold habe. Denn so wie es läuft ist, wenn du eine neue Arena anklickst, dann wird irgendeine von der auf der Liste, die älteste wahrscheinlich, rausgedrängt. Also die, die du als allerletztes gesehen hattest. Es sind, ich kann mal kurz zählen, 3, 6, 9, aber das ist glaube ich nicht korrekt. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30... 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 147, 150. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube ein paar gehen. Sind nicht mehr mit dabei. Ein paar interessante Arenen vielleicht die. Das ist halt die vor der Haustür, wo ich am meisten wahrscheinlich habe. Im Nachhinein würde ich natürlich gerne die ganzen Bären zurücknehmen. Und das wäre halt genug, um eine Goldarena zu befüttern. Was vielleicht noch interessant ist, sind zwei Legacy-Arenen, die es nicht mehr gibt. Das ist hier einmal Fasingbrunnen. Wurde ja vor kurzem jetzt entfernt. 15 Stunden war ich nur drin, eigentlich nur gekämpft, immer beim Vorbeigehen bei der Farmroute, beim Farmen und gefüttert, wenn sie mal gelb war. Dasselbe gilt für den Food Court, den gibt es leider auch nicht mehr. Auch 1000 Mal reingefüttert. Habe ich ja schon mal alle gezeigt, außer halt die, die neu dazugekommen sind. Gleich ein paar Gen, wo ich zum Beispiel hier eigentlich nur geradet habe, ihr seht 27 Siege. 6 Stunden nur drin gesessen und nur mal gefüttert. Also die Arena ist auf der Raid-Tour. Raid-Stunden-Raid-Tour. Dementsprechend nur durch Raids gemacht. Dann gibt es ein paar, wo ich natürlich sehr, sehr viel gefüttert habe. Kann man leider nicht sortieren. Sortieren wäre geil, zum Beispiel nach am meisten gefüttert und sowas. Am meisten drin gesessen, am meisten gekämpft und sowas. Das wäre echt geil. Und eine Medaille. Eine Medaille muss kommen, Niantic, für die Gold-Arena. Ihr habt für jeden Schmarrn eine Goldarena, eine Goldmünze, aber nicht für Goldarenen. Was ist das, Mann? Selbst für diesen Schmarrn, warte. Die unnötigste Medaille, die es gibt. Distanz beim Tauschen. Aber ihr habt keine für Goldarenen?
Alter, was ist da los, Mann? Wer bitte von euch kümmert sich um die Goldmedaillen? Weil der macht einen schlechten Job. Ich glaube, das ist so der Durchschnitt. So um die 10 Tage, so um die 200 bis 300 Kämpfe und so um die 500 bis 600, 700 werden reingefüttert. Vielleicht ein, zwei Raids gemacht. Also das ist so echt eine Durchschnittsarena. So sieht es eigentlich bei mir immer aus. Dann haben wir ein paar Arenen kurz vor Gold. Hauptbahnhof München, endlich. Da fehlt halt echt nicht mehr viel. Ich glaube, einmal reinsetzen und ein bisschen kämpfen noch. Hier können wir mal kurz durchschauen. Ein paar Sachen, die halt kurz vor Gold sind. Damit ihr Bescheid wisst, wie weit ich so bin. Genau. Da sieht es dann auch schon wieder ein bisschen mau aus. Und jetzt schauen wir uns das ganze Gebiet mal auf der Map an, weil da sieht es ein bisschen besser aus. Okay Leute, so sieht das Ganze aus. Das ist die Raid Map. Funktioniert sogar für jede Stadt. Zumindest jede Stadt, die das eingerichtet hat. Aber die teilen sich alle dieselbe Map. Link ist unten in der Beschreibung. Und da könnt ihr nachschauen, in welcher Stadt die Raids angezeigt werden. Entweder manuell oder durch einen Bot. Und wir klicken hier drauf. Denn ich habe irgendwie herausgefunden, oder ich habe das jetzt irgendwie umfunktioniert, sodass ich die Sachen hier markiere. Man kann nämlich hier irgendwie eine Arena zu einer Blackliste hinzufügen. Was auch immer das bringt, ich weiß nicht mal, was das bringt. Aber dadurch, dass man das macht, wird die halt so markiert. Und jede, die so markiert ist, ist eine Goldarena. So habe ich mir das gemacht, aufgebaut. Wir blenden mal die Raids aus. Ist schon spät, dementsprechend nur die X-Raids eingeblendet. Ich gebe euch erstmal einen Überblick über die Sachen, die ich bereits auf Gold habe. So ein kleiner Überblick. Es fehlen noch 213 Goldarenen, falls ich mich nicht verzählt habe. Und wie wir gerade herausgefunden haben, habe ich mindestens 150 Goldarenen. Genau. Und hier oben wohne ich. Da hat alles angefangen, dieses Gebiet hier. Hier links. Das ist das, woran ich gerade arbeite. Fehlen momentan. Warte, ihr seht es glaube ich nicht. Hier oben. Also ich hatte ursprünglich die zwei hier am Bahnhof direkt gemacht. Dachte ich mir, okay, ich gehe nicht rein für das Gebiet, was ein Fehler war. Weil jetzt, wo ich doch mehr und intensiver Arenen mache, habe ich das Gebiet auch noch dazu genommen, sprich 7 Arenen. Noch extra, 2 habe ich bereits auf Gold, 2 sind kurz vor Gold und die ersten 3 da, die sind, ihr seht leider keine Maus, aber egal. Die sind noch am Anfang von Silber. Dann ist hier so ein großes Gebiet, die Ecke. Ein Teil, ein paar Arenen habe ich dazwischen schon, weil das war der Weg in die Arbeit. Alles, wo ich mit dem Bus vorbeigekommen bin. Haren sind seitdem dazugekommen und ja, das Gebiet, alles, was ihr da seht, bis zu, es ist halt echt blöd, dass ihr die Maus nicht seht, bis zum englischen Garten, bis zur grünen Wiese, ist geplant, dass ich das auf Gold kriege. Also ich hatte schon, ich war schon mal auf unter 100, Richtung 160 oder so Gold, da wenn die mir nur noch fehlten, aber dann habe ich die Gebiete erweitert. Schwabing habe ich vor kurzem auf Gold. Das Einzige, was fehlt, ist halt genau die Münchner Freiheit-U-Bahn-Station und Busstation, weil die ist so beliebt und belebt. Dann hier runter, Uni-Gegend habe ich alles, Schwabing habe ich alles. Die 4 hier im englischen Garten, 4, 5, will ich auch machen, weil ja, da fährt ein Bus durch. Das ist der, keine Ahnung welcher Bus, aber den fahre ich auch öfters dementsprechend. Dann hier dieses ganze Leer. Innenstadt natürlich. Isartor. Ja, also es fehlt noch so viel. Dann Richtung Süden. Das ganze Gebiet, also da ungefähr, wo die Isar fließt, da hört es auf. Also nur noch die linke Seite. Ihr seht die 4 X-Ray da gehen. Die Seite dann eigentlich nicht mehr. Dann geht es hier runter. Dann da, wo die Gleise sind. Das ist auch so ungefähr die Grenze. Und alles auf der Theresienwiese, Schwanthaler Höhe. Und genau da, wo dieser Kreis ist, warte hier. Seht ihr es? Genau da, wo der Bogen ist. Alles im Bogen noch. Muss auf Gold. Dann hier alles. Bis zum Rotkreuzplatz. Weil hier, denn der ist eine Endstation vom Shiny Bus. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und alles, das ergibt jetzt so ein Dreieck. Also wenn man diesem Gelben folgt, bis da hinten in der Ecke, wo ich bereits 2, 3,
habe, alles da drin. Also ihr seht diese eine X-Ray-Arena mit der grünen, auf der grünen Fläche da ganz oben, neben mir. Und da seht ihr da dieses Gelbe. Alles da, alles was danach kommt. Ist schon, ja, relativ viel. Und auch natürlich sehr verteilt. Und ansonsten halt rechts noch. Alles Richtung Ostbahnhof. Nicht mehr das auf den Gleisen, aber hier alles Heidhausen. Da, wo halt der die Buslinien hinfahren. 100er und die anderen, Shiny Bus und der City Ring. Habe ich euch ja alles mal im City Guide München Tour Guide Video erzählt. Genau, irgendwelche Strecken, alles was auf der Strecke ist. Und dann habe ich noch seit kurzem Heidhausen auch noch dazu getan. Hier Prinzregentenplatz, die Ecke wirklich da, wo die Busse halt durchfahren. Und hier oben noch irgendwo ein paar Sachen. Aber das war es dann eigentlich auch so. Also ja, ist schon relativ viel. Wie gesagt, 213 Arenen ist mehr als ich bereits habe. Also, puh. Weil das sind dann die leichten Arenen, wo man oft hinkommt, wo man immer raidet und so weiter. Die anderen Arenen, da bin ich ja nie. Also schon, aber nicht zum Raiden und so. Also dementsprechend mache ich ja die ganze Zeit jetzt die Einzelraids, damit ich da 1000 Arena-Punkte bekomme. Und natürlich auch für Shiny und 100er. Aber hauptsächlich eben für die Arena-Punkte. 30 Raids sind eine Gold-Arena. Also das ist so mein Plan, wenn ich das alles habe. Wird wahrscheinlich 2020 passieren. Bin ich erstmal fertig mit Gold-Arenen. Danach sammle ich halt die Bären immer. Gehe wahrscheinlich zu einer Arena, die ich noch nicht auf Gold habe, fütter alles rein und dann mache ich das halt immer mit den neuen Bären, aber werde dann nicht aktiv noch Arenen machen, weil das ist schon echt ein großes Gebiet. Vielleicht hier vereinzelt ein paar Arenen dazu tun, wie zum Beispiel hier dann doch die zwei auf den Gleisen und sowas beim Ostbahnhof. Aber das ist das Gebiet, was ich so im Auge habe, im Visier habe. Ich meine, ich habe 150 mindestens, wie gesagt. Aber ich habe ja auch schon viele in Bearbeitung. Viele sind kurz vor Gold, viele sind Mitte, Richtung Gold, dies, das. Also ist nicht so, als würde ich diese 213 Arenen von Null anfangen. Also so unwahrscheinlich ist es nicht, dass ich das 2020 noch fertig bekomme. Bin mal gespannt. Aber das war so ein Arena-Update für alle, die es sehen wollten. Eins meiner drei großen Ziele. Arenen, dieses Gebiet, was ich euch gerade gezeigt habe, die 213 Arenen, jedes Pokémon einmal auf Max pushen, hoffentlich in 100 und mein Shiny Lucky Dex. Das war's von mir, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, wie viel Gold Arenen ihr habt und ob ihr auch ein bestimmtes Ziel verfolgt. Habt ihr auch vor, eure Stadt oder was weiß ich, euer Gebiet, euer Dorf Gold zu machen? Bevor wieder welche Fragen, Gold Arenen bringen leider nichts außer mehr Items. Früher gab es das Gerücht, dass man da eine bessere Chance, nicht nur ein Gerücht, das hat Niantic eigentlich behauptet, dass man bessere Chancen auf eine X-Raid-Einladung hat, aber das ist kompletter Schwachsinn. Ich weiß gar nicht, was jemals aus diesem Gerücht wurde. Niantic hat nie ein Statement dazu gemacht. Aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.